Das Delgado hat am Wochenende wieder zwei entscheidende Pässe geliefert. Das ist auch eine gute Flanke, nicht ungefährlich, aber dann klärt alle Roscher. Und Soleimani sprintet los. Er ist schnell, verfolgt von Xhaka. Trickreich vorbei an Xhaka. Starkes Dribbling und dann... Oh, der Ball ist drin. Jawohl, ja. Soleimani. Haben Sie gesehen, wie der energisch nachgelaufen ist? Eine Wahnsinnsaktion von Soleimani. Zuerst knüpft er da Xhaka die Beine zu und dann hämmert er den Ball mit Watzlik wohl über die Linie. Wir kontrollieren. Die Basler protestieren, war der Ball mit ganzem Umfang hinter der Linie. Da sind wir gespannt. Aber der Assistent hat sofort vorne und aufgegeben. Richtig. Und wie da Soleimani nachgelaufen ist, als er wäre er verfolgt von einer. Ja, der Xhaka sieht gar nicht gut aus in dieser Szene. Natürlich ist das ein grosser Verdienst von Soleimani. Aber warten wir schnell ab. Oh, Ball drin. Ja. Ja. Brelembolo, eine Standardsituation, hilft dem FC Basel in einer doch einigermaßen schwierigen Situation. 1:1. Brelembolo reagiert am schnellsten nach diesem Kopfballabpraller. Embolo also mit dem Ausgleich in der 23. Minute. Noch einmal. Das gewonnene Kopfballduell und dann hapert schon etwas zu weit weg und Mbogo versucht noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Der Schaden, der war schon da. Ja, du das, dass der Alain Roche den Sucher beim Kopfball nicht verhindern kann, kommt er ins Positionsspiel, gewinnt das Duell. Läuft schon die 45. Minute, 2 Minuten werden oben draufgelegt, es hat lange Diskussionen gegeben. Nach dem 1:0 von Soleimani, das wir bestimmt noch einmal genau analysieren werden in der Pause. Hier kommt er wieder, Miralem Soleimani. Der trifft! Was für ein Tor! Ha! Da marschiert er wie durch Butter und er trifft haargenau in die Ecke. Keine Abwehrmöglichkeit. Der Paukenschlag praktisch mit dem Pausenpfiff. Der FCB vielleicht noch nicht richtig sortiert nach dem Wechsel. Ab durch die Mitte, Miralem Soleimani. Der nächste Gala-Auftritt des Serben. Für einmal kein schnelles Umschaltspiel, ein langer Ball, das gewonnene Duell, um wie er sich da durchsetzt. Und wie er dann abzieht, das ist große Klasse. Das ist entscheidend. Die Aktion, wie er den Ball mitnimmt, aus vollem Lauf dann abzieht. Der Höck kommt nicht mehr ins Duell und Ali hat er schon abgehängt. Und der Watzlik ist noch kurz dran, aber definitiv. Aber hast du gesehen, Nasser Ali hat einen kurzen Moment gezögert. Soll ich ihn umreißen? Er hat schon geil, das wäre rot. Das war das Problem. Genau. Hätte er diese gelbe Karte noch nicht auf seinem Konto gehabt, er hätte ihn umgerissen. Aber das lag nicht mehr drin. Und du hast ihn vor. Suki. Embolo, Ballverlust. Da schrillen die Alarmglocken beim FCB. Steffen holt sich diesen Ball gegen Ali. Mit dem 3:1. Torschütze Alexander Gerns. 65. Minute. Die Vorarbeit war entscheidend. Das verlorene Duell von Ali gegen Steffen. Und noch etwas früher der Ballverlust von Embolo. Ja. Und wieder Balleroberung und bis zum Tor vielleicht 15 Sekunden. Nicht einmal. Unglaublich. Aber wie hat er das gemacht mit dem Absatz? Irgendwie. Aber der Ball ist drin. Und wieder trifft Alexander Gern, der Anzeiger. Da sieht man es. Hier.
der Steffen, was er macht. Er nimmt den Ball und sucht sofort das 1 gegen 1. Und Dalí hat schon geil. Positionsspiel ganz schlecht. Ja, mit dem rechten Fuß. Hat ausgesehen wie der Absatz. Und da holt er sich natürlich keine gute Note, Dalí. Nein. Und gern Satz. Und im Zentrum, ja. Hat beim letzten Heimspiel gegen den FCB bei diesem 4:2 zweimal getroffen und jetzt also auch Torschütze und wieder bebt Hütter. Einigen geht's. Ja, und seine Rückkehr, er ist ja lang weg gewesen, hat man gespürt. Er hat, ja. Das tut Ibe sehr, sehr gut. Seine, ja. seine Art, seine, sagen Sie auch, die provokative Art. Oh, der Anschlusstreffer ist da. Ich habe es gesagt, der FCB ist noch nicht tot. Marek Suchy hat heute auch schon mal unglücklich ausgesehen, aber das war ein großer Auftritt. 3:2. Alles wieder offen. Marek Suchy, ein ganz wichtiger Treffer für den Gast. Volles Risiko. Wieder lässt sich zu für einen Assist notieren. Ja, aber so allein darf er natürlich nicht. Ja. Und man notiere, schon wieder ein stehender Ball, der zum Goal führt. Also da hat der Roche kennen. Ja, wir müssen es nochmal anschauen. Ist ja gleich. 3:2, weiter geht's. Von wegen volles Risiko. Mit dem Innenrist eben auch überlegt. Ja. Wurde von Klassner übersehen. Janko. Gern sprintet. Oh, und jetzt Ball ist drin. Ja! Ein Tor, unglaublich! Was für ein Lapsus! Gern treibt sich da auf, tut sich weh und weiß vielleicht noch gar nicht, dass er der Torschütze ist. Wenn er denn noch am Ball dran gewesen ist, wird da von Watzlik über den Haufen gerannt, aber der Keeper von Basel muss diesen Treffer auf seine Kappe nehmen. Ja, das ist ein riesen Lapsus von ihm, da muss er einfach den Ball runterpflücken. Aber war sich nicht sicher, innerhalb oder außerhalb des Strafraums, wurde da auch etwas im Stich gelassen. Aber das müsste dann eigentlich die Entscheidung gewesen sein. In der 81. Minute. Schauen Sie sich das an. Nein, ich denke, ja, zögert. Das ist einfach zu spät, ja. Und der Game ist viel, viel schneller. Ja. Und der Höck kann nichts mehr machen. Und wieder Doppeltorschütze Alexander Gern. Wieder gegen den FC Basel. Wieder 4:2. Wie schon vor einem knappen Jahr. Und eigentlich sollte der ja gar nicht mehr auf dem Platz stehen. Hat er angedeutet, ich will raus und der Wechsel war auch geplant. Suter stand nämlich schon bereit. Trifft noch. Halala. Hey, und wie er das macht. Hast du das gesehen? Ballannahme, Drehung, Peng drin. Luca Zuffi, super Pass. Riesenball. Tack. Ja. Und dann mit links. Starke Aktion. Aber kommt dieser Anschlusstreffer zu spät? 92. Minute. Janko, alles drin in diesem Spiel. Was für bis zur letzten Sekunde. 7 Tore. Müsste eigentlich die letzte Aktion in diesem intensiven Spitzenkampf sein. Xhaka steht auch bereit. Es ist Xhaka, der versucht es und wieder Mbogo. Er hält den Sieg fest, die Partie ist um. Ibe schlägt Basel in einem hochdramatischen, intensiven, sensationellen Fußballspiel mit 4:3. Gratulation an Ibe, Kompliment an den FCB, der bis zur letzten Sekunde gefightet hat. Oh, noch eine Tätigkeit, was ist da los? Xhaka involviert, Steffen am Boden. Szenen, die eigentlich nicht auf dem Fußballplatz gehören. Oh, Süleymani außer sich.
Ich glaube, Xhaka wurde da von Steffen provoziert. Ah, das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Schauen Sie sich das an. Ah, eine Tätigkeit, aber einfach saudumm von beiden. Also Steffen, der da provoziert. Ich weiß nicht, was sie sich da gegeigt haben. Und dann kommt halt dieser Schlag. Nicht wirklich grob, aber es gibt Rot, ja. Klare Sache, das ist eine Tätigkeit.